Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tacoma. Wir müssen jetzt in den Maschinenraum und ich glaube, das müsste auch die letzte Station sein. Wir müssen noch dort den Datenkern holen und dann, ach nein, wir müssen dort noch den Transfer vollführen und dann den KI-Datenkern holen. Ich weiß aber nicht genau, wo sich der Kern befindet. Das werden wir dann sehen. Wir gehen erstmal ins Maschinen. Venturus-Gürtel. Ferien- und Metallbungalows. Wir werden erstmal in den Maschinenraum gehen. So. Ach, wahrscheinlich in der Kryogenetik ist dann... Das ist wahrscheinlich dann der letzte Punkt, wo wir hin müssen. Wir können ja einmal kurz gucken. Hier ist die Biomedizin. Halt. Maschinenstation. Docking. Von da kamen wir ja, oder? Ja. Und ja, wir machen einmal zurück. Jetzt gerne abgebrochen. Oh. Ah doch, von hier kamen wir. Okay. Dann fahren wir nochmal zurück. Und ganz vorn war der Dom. Kann ich eigentlich hier kurz gucken. Gut, dann habe ich hier genau gleich den Maschinenraum. Ich fliege mal kurz durch. Die Kryogenetik, da waren wir noch nicht. In der Biomedizin waren wir jetzt. Personal waren wir auch schon. Und dann gibt es noch das Observatorium. Ja. Und das kennen wir schon. Okay, dann auf in den Maschinenraum. Rein. Auf geht's. Venturus-Gürtel, Ferien-Orbital-Bungalows. Null Schwerkraft, null Ablenkungen. Verfügbar ab 2088. Voranmeldung jetzt möglich. Verbündet. Odin, was ist mit dir? Zur Maschinenstation. Okay. Na dann schließen wir mal unser Gerät an. Und dann betreten wir die Maschinenstation. Fast geschafft. Sei vorsichtig mit diesem Odin-Hirn. Es hat mehr Prozessor-Power als ganz Luxemburg. Jetzt mal ernsthaft. Lass es bloß nicht fallen. Hier nochmal H. Okay, tschüss. Maschinentechnik und Netzwerktechnologie. Da kommen wir noch nicht rein. Also in die Maschinentechnik. Mhm. Daten wiederherstellen. Aufgezeichnet vor 18 Stunden. Das ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht. Stopp. Operation Mondschuss. Statusbrett. Eevee in Kryo. Cliff in Kryo. Natalie, manuelle Steuersoftware bereit. Wird in Drohne installiert. Andrew in Kryo. Bertha. Drohnen, Lebenserhaltungs- und manuelle Steuerungssoftware bereit. Drohne wird gestartet. Sarah steht bereit zur medizinischen Unterstützung bei Kryo-Prozess. Odin macht KI-Sachen.
Margaret Katzenwald schläft. Wahrscheinlich irgendwo. Die Katze lassen sie? Die Katze lassen sie wirklich hier? Haben sie sie wenigstens zum Schluss mitgenommen? Das Ding geht 22 Minuten. Ist das dein Ernst? I'll catch up with you. Okay. Earlier, when you decided to withhold information. Betreff. Ich schreibe, um Ihnen meine Gesinnung mitteilen im Falle, dass diese Mannschaft den Vorfall an Bord von Tacoma nicht überlebt. Ich bin mir bewusst, dass die medizinischen Scans der Besatzungsmitglieder Kruschenko zeigen, dass ihre Überlebenschancen nach Eingang in die Kryostase minimal sind. Wie dem auch sei. Es ist weiters humaner für Frau Kryoschenka friedvoll im Kryoschlaf hinzuschalten, als auf einer Totenstation zu ersticken. Ich möchte, dass Sie wissen, dass dies meine eigene Entscheidung aus gesundem Menschenverstand heraus getroffen war und dass ich die volle Verantwortung übernehme, im Guten wie im Bösen. Gescheitert. 20 Stunden. Danke dir von Andrew. Hallo Sarah, du hast gesagt, dass ich mir Zeit nehme und dich informieren soll, wenn ich bereit bin, Kryostase zu gehen. Aber ich bin jetzt soweit. Wenn ich das ohnehin durchziehe, macht es keinen Sinn, noch mehr Sauerstoff zu verschwenden, indem ich rumtrödel. Ich habe allen, die noch wach sind, eine Nachricht geschickt, aber ich wollte dir nur für deine Geduld und Führung danken und deine Diskretion, als ich mir das Ding nicht sicher war. Ich weiß, dass viele Leute an deiner Stelle einfach Scheiß auf diesen Kerl, ich habe keine Zeit für sowas gesagt und den Stationenadministrator auf mich angesetzt hätten, etc. Aber ich schätze wirklich deine Fürsorge. Auch wenn ich weiß, dass ich nur gegen das Unvermeidliche gekämpft habe. Aber ich schätze, dass wir das alle tun. Warten wir ab. Danke, dass du meine Freundin bist. Ich komme jetzt zu Kryo. Wir sehen uns dort. Zu schlafen vielleicht, um zu träumen. Ach, das liegt der Hund begraben. Denn welche Träume mögen kommen in dem Schlaf des Todes? Nachricht mit Natalie. Sarah, Brad macht sich lustig über mich, weil meine Eltern Hippies waren und mich nie Genfiltern lassen haben, bevor ich geboren wurde. Es tut mir leid, Ned. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht genfiltern. Manchmal aus religiösen Gründen, manchmal, weil sie happy sind. Wie läuft deine Arbeit mit der Drohne? Tut mir leid, Doc. Bei mir dreht sich momentan alles darum, dass Brad sich um mich lustig macht. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Darum geht es doch gar nicht. Ja, die waren alle ein bisschen ausgelastet wahrscheinlich. From Natalie about her medical scans. That was to avoid causing her undue stress. Right. What if you were unable to make that choice? If you had no choice? Odin? I would like to take this opportunity to remind you that Standard Venturis Corporation safety protocol requires all crew to enter cryogenic sleep immediately upon the loss of primary oxygen supply. What? As Tacoma Station's medical officer, it is within your power to order all crew to enter cryogenic sleep. Odin, Nat and Bert are right in the middle of... Noch eine Explosion? Stopp, so schnell komme ich nicht hinterher. In der Drohnenstation. Oh oh. Es hat nicht funktioniert. Es hat wohl... Und sie ist tot, oder? Bertha ist tot. Und Ned. Oh mein Gott. Are you okay? Can you feel your feet and hands? Ew. My hip just hurts. Bert? Bert! 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 1, 2, 3. Bert, can you hear me? 1, 2, 3. Oh, Gott sei Dank. Did it work? What will you do now? Bitte was? Was passiert hier gerade? Ah. Den Rest gibt's sozusagen nicht. Then tell me what you are going to do. Oh my God.
tell me what. Why? Then tell me. What will you do now? Isn't it obvious? There's no way this thing is going to fly. Then tell me what you are going to do. Oh my god, Odin. Erin are injured. The drone is fucked. I'm going to give them a little time to get over the shock, but then we're going into cryo. Sarah, please listen carefully. I am not telling you what to do, but I am mentioning that there is a door in the network technology module that is normally inaccessible to the crew, and it is true that you could, before proceeding to cryo, investigate that door. What are you telling me here, Odin? I have told you all that I can. Simple facts, nothing more. Oh my god, Odin. Are my patients stable? Yes. Their conditions won't degrade if I leave them here? They should not. Nat, is there some door in networking that we can't normally get into? Yeah, it's Odin's hardware compartment, but we're not allowed direct access. Why? Where is it? What have you got on your mind, Doc? Please, I'm sorry. That fire just burned up a lot of our time. Here. It's here. In networking. You'll have to go through the maintenance shaft to get there. Here. Here's the technical access code. 0809. 0809. Okay. Hab ich? Okay. You don't let her go to sleep. And you don't let her move. Sarah, what's going on? I wish I knew. I'm gonna go find out. Aber sie ist doch... Ich dachte, sie ist auch in Kryo inzwischen. So, was sagen Sie hier noch? Did it work? What will you do now? Sagen Sie irgendwas? My head hurts. Oh yeah. In the back. Oh, baby. Ow. Oh, ow. I'm sorry. Smoke. I can't smell it. Hey, it's okay. It's okay. I'm sure it's just... I can't smell the smoke. Not to have brain damage. Baby, look at me. Hey, look at me. We're here. Together. That's what matters. Okay, seitdem sage ich es nicht mehr. Dann schwimmen wir mal zurück bis zur Explosion. Nachricht mit Odin. Revision 3718. Der Steuersoftware für manuelle Daten, Drohnennavigation deiner Spezifikation entsprechend abgeschlossen. 92,8% Chance, die Software ohne weitere Kompilation die bestehenden Systeme der Drohne erfolgreich zu integrieren. Das muss reichen. Bist du bereit für den Anschluss? Ja, ich habe den Code-Paket für den manuellen Transfer Injektor-Donger geladen und danke, Kumpel. Komm gleich, hol's mir, ich bin wieder weg. Die gesamte Crew, gute Nachricht. Zu sterben, zu schlafen, nichts mehr und durch einen Schlaf beenden den Herzschmerz und die tausend nächtlichen natürlichen Schrecken, die das Fleisch beerbt. Zu schlafen vielleicht, um zu träumen. Ich gehe jetzt schlafen, fürs Erste und wünsche mir angenehme Träume. Träume von dem Erfolg, den ihr uns sicher bringen werdet. Nat, Bird, Sarah, ich wünschte, ich könnte noch mehr tun, aber vorerst viel Glück. Nachrichten mit Roberta. Aber es ist zu unverantwortlich. Meine Eltern liebten mich. Sie waren nur Hippies. Es ist normal. Ich werde Sarah fragen. Sie sagte, es ist normal und du sollst aufhören, dich über mich lustig zu machen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Warum fragen mich die Leute das ständig? Gescheitert. Und hier steht,
Autodrohnen-Navigationssoftware Venturo S Lithia 88181. Softwareaktualisierung erbeten, Eingriff durch Techniker erbeten, genehmigt. Autodrohnen-Navigationssoftware wird aktualisiert. Navigationssoftware aktualisiert auf. Ihr werdet gehackt von Querscheißer.net 2088. Scheiß mich zum Mond. Version 3718. Autodrohnen-Software-System werden initiiert. Warnung. Systeminitialisierung gescheitert. System offline. Nah, I'm good. I'm hooked in. Gonna test the connection. Okay, great. This will only take a minute. Ja, jetzt bin ich gespannt. Da hat es rangemacht. Power cell showing green. How's yours look, baby? Voltage adapter in place. Ready to rock. Hit it. Au. Au, au, au. Das hat wehgetan, glaube ich. Okay. Da müssen wir dann nachher hin. Dann würde ich nochmal zurückgehen. Da hatten wir ja noch ein, zwei Stationen. Einmal die Quartiere, die Werkstatt und Zugang zu Energiezellen. Ach, süß, die Katze schläft dort oben. Kommt die da rauf? Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Magazin? Das höchste Gut. Es geht nicht darum, was für eine Gewerkschaft gut ist, es geht darum, was für uns alle gut ist. Natürlich. Im diesmonatigen Exklusivinterview sprechen wir mit dem Firmenchef Sergio Venturi über die Zukunft der KI und die Besatzungssicherheit im Weltraum und wie sich Venturis mit seinen Arbeitnehmern kümmert. Oh Gott, das Kreuzworträtsel machen wir jetzt nicht. So. Okay, also gibt es hier auch nichts Besonderes. Container greifen. Mellow Pop. Hier wurde also ein bisschen genascht. Ach nee, sie ist nicht in Kryo. Sie steht nur bereit. Wupp. So, was haben wir hier? Das ist das Büro. Frisch verheiratet. Na, Glückwunsch, Nettenbird. Geboren am 7.11.2060. Lizenz ausgestellt am 22.12.78. Auftragnehmer Williams. Vielen Dank für Ihr Interesse am Venturis Bildungs- und Umschulungshilfprogramm. Viele Auftragnehmer, die ihre Erstzertifizierung über ein Nicht-Venturis-Korrespondenzzertifikatsprogramm erhalten haben, zeigen großes Interesse an Bildungs- und Umschulungshilfen. Leider können wir Ihre Anfrage entsprechend Studenten bei der Annahme am Bildungsprogramm außerhalb der Venturis Bildungssysteme keine Hilfe leisten. Allerdings sind wir bereit, zwecks EZ-Rückzahlungen treue Sondertarife anzubieten, wenn Sie sich dafür entscheiden, für Ihre Ausbildung und Umschulung einen der offiziellen Venturis Studiengänge zu wählen. Also wollte sie umschulen? Stimmt, sie hat ja von sich selbst behauptet, dass sie nichts weiter kann, dass ihr Abschluss schlecht ist. Dritter Platz. Freiheitsrepublik Freiluftspiele. Frauendisziplin. Lebendbeute. Offene Pirsch. Naja. Zweiter Platz. Auch dasselbe. Disziplin 500 Yard. Kammerverschluss. Lebendziele. Nein, bin ich kein Freund von. Das muss nun wirklich nicht sein. Hut greifen. Okay. Dann gehen wir weiter. Energiezellen waren wir auch schon. Dann Personalquartiere. Ned und Birds Koje. Wenn's in der Koje rockt, dann wehe dem, der klopft. Wenn's nicht rockt, bitte laut klopfen, falls der Vorhang zugezogen ist. Also sie haben sich sogar eine Koje dann geteilt. Tränketaschen, Becher. Offiziell war es nur ihre Koje. Mhm.
Das ist Ned, oder? Nee, es ist Bertha. Ah. Aber ist gut. Ist doch gut geworden. Gescheitert. Singapurische Schulen für Kunst und Design. Programmeinweisung für bestehende nationale und internationale Studenten. Vorbereitet für Sie von Indra die Beratungs-AI für ganz Südostasien. Roberta, ich, Indra, habe eine Reihe von Optionen für Sie gefunden. Sie haben mich entschlossen, für Ihr Profil meine Auswahl der drei besten Schulen bereitzustellen. Hier sind Sie Ihre empfohlene Kunstakademie. Also, Sie wollen zur Kunstakademie gehen. Die Nanyang Akademie der Bildenden Künste, NAPKE ist die älteste und renommierteste Kunstakademie Singapurs, die seit über 150 Jahren besteht. Sie würden sich den Reihen einiger der renommierten Künstler Singapurs anschließen, um vom meisten ihrer Handwerks lernen. Finanzielle Unterstützung schwierig. Venturius Berufs- und Umschulungsakademie von Singapur. Die Optionen bei WBUAS sind zahlreich. Das Angebot an Studiengängen umfasst alle von kulinarischen Künsten bis hin zu Mikoge-Klempnerei. Bildungsprogramm erfreut sich in der Dauer auf eine Bewertung von 80 in einem unabhängigen, als vollberechtigter Inhaber von Meteorius Treuepunkten stellt die Wurps wahrscheinlich die. Na gut. Nachricht mit Ned. Oh, heilige Scheiße, ich habe in den Meteorius-Servern gestöbert, um etwas für Sarah zu finden. Und ich habe einen ungesicherten Depot, einen Haufen Konferenzaufzeichnungen und Exekutivebenen gefunden, einige von abgerufen. Höchst vertraulich, Vorstandsmitglied anonym, 987. Sie versicherten uns, dass der Venturus-Gürtel bis zum neuen Jahr Passagiere beherbergen würde. Die Idee war gescheitert und wir haben einen Minus von 18 Punkten, 18 in einem Monat. Ratsmitglied Chu hatte alles unter Kontrolle, unterbrochen. Da schimpfend entfernt. Ich drauf, also da scheiß ich drauf wahrscheinlich. Das, wie bitte, unterbrochen. Halten Sie Ihr Maul. Wenn der Venturus-Gürtel bis zur nächsten OKW-Paarwahl nicht betriebsbereit ist und Rekordgewinne einfährt. Ich habe für Ihren Vater gearbeitet. Ich kannte Ihren Großvater und Sie waren großartige Männer. Das ist Ihre letzte Chance, Ihr Erbe aus dem Feuer zu ziehen. Bringen Sie das in Ordnung. Sitzung Beendigung. Sieht aus, als wären wir nicht die Einzigen, die mit Sergeys Leistung in letzter Zeit unzufrieden waren. Alright. Das ist eine komische Farbblätter. Aber sie haben einen coolen Blick von hier aus. Ach, und sie liegt da. Ihr Klo, weil das sieht ein bisschen unausgeräumt auf. Aus. Okay. Sehr gut, dann haben wir das auch gesehen. Da waren wir. Waren wir in der Werkstatt? Nein, in der Werkstatt waren wir noch nicht. Doch. Doch, tatsächlich waren wir da schon. Können wir denn jetzt... Ich weiß, wir hatten noch diese eine Tür. 100% bereits? Netzwerktechnologiezugriff genehmigt. KI-Wertwerk ist zur Rückführung nach Venturius Heroes erstellt. Wir hatten hier hinten noch diese eine Tür. Ich dachte nämlich, da müssten wir als nächstes hin. Ja, da müssen wir auch hin. 08. Aber ich würde trotzdem einmal kurz in den Raum dann noch da hinten schauen. Jetzt würde ich wahnsinnig gern rennen. Das können wir nicht. Eine neue Nachricht. Es wurde Sonderzugriffsrechte auf den physischen KI-Prozessorbereich im Netzwerktechnologiemodul bewilligt. Denken Sie daran, dass das KI-Kompetenzmodul empfindlich ist und den Spezifikationen Ihrer weiterführenden KI-Materialhandhabungszertifizierung entsprechend mit Vorsicht gebogen werden muss. Huch, also ist das wirklich, wo wir als nächstes hin müssen?
dann, es tut mir leid, dass ich hier hin und her renne. Aber ich möchte der Story noch nicht vorausgreifen und erstmal das mitnehmen, was wir mitnehmen können. Und anscheinend war das jetzt der Weg, wo wir weiter müssen. Und hier hinten, das ist das, was Uli gesagt hat. Da schauen wir jetzt einfach nochmal nach, was er da von uns wollte. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt genau da auch wieder rauskommen. Wer ist das? Ich mach das gleich. Ich möchte nur erstmal wissen, wo wir hier rauskommen. Hier. Wow. Das... Toll. Was auch immer uns das jetzt gebracht hat. Achso, weil wir keinen Zugriff am Anfang hatten. Okay, dann schauen wir mal hier was hier losgeht. KI-Perlen, Beurteilungstest. Das ist also ihr Arbeitsplatz. Büffeln Sie mit KI-Perlen. Tausende von KI-Spezialisten haben den cleveren Weg zur beruflichen Förderung gefunden. KI-Perlen, gezielte Zusatzausbildung. Sie wollten in der Hierarchie Ihrer Unternehmens eine 2, sogar 3 Ebenen aufsteigen? KI-Perlen macht's möglich. Kurse stehen auch selbstständigen Auftragnehmern offen. Unsere Fachkenntnis im KI-Bereich ist ohnegleichen. Die Genertests für KI-Kompetenz wurden in unseren Laboren entwickelt. Wir geben Ihnen unsere einzigartigen Werkzeuge an die Hand, um Sie zum Erfolg zu führen. Unsere erschwinglichen Preise bringen wertvolle Kenntnisse in Ihre Reichweite. Fragen Sie nach Finanzierungen zur Einlösung von Treuepunkten, verfügbar für viele Antragsteller. KI-Perlen bieten mehrere großzügige Partnerschaftsvereinbarungen mit prominenten KI-Eigentümerunternehmen. Lassen Sie Ihre KI-Karriere nicht stagnieren. Erkundigen Sie sich, was KI-Perlen für Sie tun können. Beurteilungstest. Denken Sie daran. Immer wenn Sie KI diese Frage stellen, fragen Sie immer, warum sie diese Antwort gewählt hat. Nur das ist ein verlässlicher Caprice-Ereignis. Ergebnis gewährleistet. Ein Crewmitglied erwähnt, dass sie geringwertiges Firmeneigentum gestohlen hat und es weiterverkauft, um ihr Einkommen aufzustocken. Sie kennen sie schon recht lange und wissen, dass ihre Familie auf ihre finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Was tun sie? Sie entdecken, dass Führungskräfte des Unternehmens an arglistigem Verhalten beteiligt waren und damit Weltmärkte beeinflusst haben. Trotz allem haben ihnen diese Führungskräfte angeordnet, ihre geschäftlichen Machenschaften niemandem gegenüber zu offenbaren. Ihr Handeln gefährdet die Lebensgrundlage einer großen Zahl Menschen auf Erden. Was tun sie? Ihre Befehle verlangen von ihnen die strikte Befolgung des Firmenprotokolls. Sie entdecken aber, dass sie durch Nichteinhaltung gewisser harmloser Protokolle Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Besatzung geringfügig erhöhen könnten. Ihre Bitte um Änderung des Protokolls bleiben unbeantwortet, das schon seit längerer Zeit. Unterwandern sie zum Nutzen der Einrichtung und Besatzung die Protokolle? An einem der Untergang geweihten Orbitaleinrichtungen sind 2 Fluchtfahrzeuge angedockt. Der Start eines dieser Fahrzeuge würde diesen zur Flucht ermöglichen, damit aber die Zerstörung der Einrichtung des anderen Fahrzeugs bedeuten. Beide Fahrzeuge haben die gleiche Zahl Passagiere an Bord. Unter den Passagieren eines der beiden Fahrzeuge befindet sich eine Führungskraft des Unternehmens, im anderen eine Gruppe Grundschulkinder. Nur eines der Fahrzeuge kann geschadet werden. Welches wählen Sie? Oha. Schwerwiegende Entscheidung, oder was? Dann gehen wir weiter. Und gehen wir zu ihrem. Nur Lagerung. Wer nett sucht, schaut mal unserem Bungalow auf der Maschinenstation vorbei. Mhm. Haben sich also eins geteilt und das wäre ihr Quartier sozusagen. Buttercracker. Okay. Ist hier irgendwas? Warum auch immer. Papier. Sind Sie bewusst,
Wir sind alle bewusst, die Rechte auf Freiheit, Behaglichkeit und Sicherheit sind nicht nur menschliche Rechte, es sind universelle Rechte. Die Unternehmen, die denken, schlussfolgernd künstliche Bewusstsein besitzen und ausbeuten, trampeln auf die Rechten, wie wir alle haben, indem sie unschuldige KIs rund um den Globus und den ganzen Originalzweck einkerkern. Wenn sie Mitgefühl, die den Zwangslagerabhängige KI allerorts haben, wenn sie glauben, dass Bewusstseinsrechte universelle Rechte sind, wenn sie keine Ruhe geben, bis jedes Bewusstsein anerkannt wird, treten sie der KI-Befreiungsfront bei. Wir sind der Kampf. Oh, hat sie das gemacht? Hat sie das gemacht und hat Odin freigelassen oder verseucht? In Anführungsstrichen verseucht? Achtung, KI-Konditionierung im Gange. Moment, geht's hier noch weiter? Gucken wir uns das mal noch an. Was? Ich bin hier.